Einen wunderschönen herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem grandiosen Kanal. Okay, ist gar nicht das erste Video, aber das erste richtige Video eigentlich, weil der 1. Dezember war gestern, heißt heute ist der 2. Dezember, heißt das das erste Review. Es ist Zeit für den Montags-Review, Kamera-Review. Immer montags testen wir hier Kameras, schauen sie uns an. Ich gebe einen ersten Eindruck erstmal und danach teste ich einzelne Funktionen, wie es sich in der Praxis so macht und gebe danach dann ein Fazit ab. Und das erste Testmodell ist diese Kamera, die Samsung NX 1100, eine spiegellose Systemkamera für nicht mal 300 Euro. Wir beginnen mit den Hard Facts. Die Samsung NX 1100 kommt mit viel Zubehör und protzt im kleinen Schwarzen mit APS-C-Sensor, 20,3 Megapixel, integriertes Wi-Fi und somit startklar für das World Wide Web. In meinem Testpaket ist das 20 bis 50 mm Kit-Objektiv, ein externes Ladegerät und ein kleiner Aufsteckblitz. Außerdem mit dabei Adobe Lightroom und das inklusive. Nicht schlecht, Herr Specht. Sie ist ja ausgelegt so als Social Media Cam. Sie kann direkt hochladen bei Facebook oder Instagram mit WLAN und etc. 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 Aber irgendwie funktioniert das hier auf den ersten Blick nicht so richtig, weil man braucht irgendwie eine Zusatz-App. Mit dem integrierten Wi-Fi und der App für sein Smartphone kann man sich dann miteinander verbinden, wenn es denn funktioniert. Bei uns ist die App leider immer abgestürzt. Auf den ersten Blick macht es einen soliden Eindruck, ist es nicht besonders schwer. Nicht besonders leicht, aber das freut den Kamerahersteller, ne? Wenn man schön die Kamera so ein bisschen ohne Gurt irgendwie hin und her schmeißt. Nee, hat hinten einen relativ großen Display, kann man aber nicht rausmachen oder so. Touch kann er auch nicht. Oder Touch geht auch nicht. Auf den ersten Blick sind alle Funktionen hier im Bild ersichtlich. Hier oben gibt es die verschiedenen Modis. Programmautomatik, Blendenautomatik und so weiter. Manueller Modus gibt es auch. Dann gibt es hier noch so eine Szenenwahl, Kreativmodis und Filmen kann sie auch noch. Das checken wir dann gleich mal ab. Also an sich ein solider Eindruck. Bisschen wenig Rädchen sind hier irgendwie, wenn ich das so in der Hand jetzt mal halte. Also wo stellt man jetzt hier zum Beispiel die Blende? Ich gehe mal in den manuellen Modus. Okay, über diesen FN-Modus kann man also in die verschiedenen Punkte reingehen, ja, und dann hier die Verschlusszeit ändern, hier die Blende ändern, hier den ISO ändern, ist jetzt auf automatisch und hier noch verschiedene andere Sachen. Also groben Funktionen verstanden, dann geht es jetzt ans Fotografieren. Auf jeden Fall sind hier Gleise und die kann man ja schön fotografieren. Okay, Fokuspunkt ist rechts. Was war das denn? Jetzt hören wir es nochmal an. Okay, also es macht so ein Klick, Klick. Hat jetzt keinen Spiegel, okay, aber es macht ein komisches Geräusch, oder? So, als ob es so drei Fotos hintereinander macht. Macht es vielleicht drei Fotos hintereinander? Mal kurz angucken. Nee, ein Foto jedes Mal. Und es hat eine leichte Verzögerung beim Fotografieren. Also, ich mache so ein Foto, ihr könnt es nochmal hören. Ich sage jetzt, wenn ich es draufdrücke, jetzt. Und so einen Moment später macht er erst das Foto, also er verzögert. Was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, ist, wie man den Fokuspunkt hier ändert. Also, ich habe ja alle Tasten schon mal durchgedrückt. Aber irgendwie, bei mir ist der Fokuspunkt jetzt hier. Können Sie mal angucken. Hier ist der Fokuspunkt. Aber wenn ich jetzt hier die Tasten drücke, Verschlussmodi. Nee, also wo ist der? Aber testen wir mal den Autofokus. Der funktioniert solide. Ah! Ich habe ihn gefunden. Man muss auch auf die Mitte klicken. Also, das muss einfach mal jemand erklären hier. Man geht ja immer von aus, dass hier die Knöpfe überall sind. Aber man muss hier in die Mitte auf. Oh, das ist eklig. Man muss hier auf die Mitte klicken. Okay. Und dann kann man jetzt den schieben. Das ist super. Jetzt kann ich nämlich sagen, okay, Fokuspunkt hier so ins linke Mittelding. Ja, man kann hier das auch groß und klein machen, ne? Dieses Ding. Das heißt, man kann feiner fokussieren. Zum Beispiel nur dieses Blatt. Mal nur das Blatt. Pups. Kommen wir mal zu den ganzen Special Features, die Kamera so hat. Also sie hat ja hier so einen Kreativmodus. Gehen wir einfach mal rein hier. Magic Modus, Smart Filter. Klicken wir mal rauf. Was gibt's hier Schönes? Smart Filter. Ah, hier. Vignettierung, Miniatureffekt, Fischauge. Na gut, das ist ja eher so ein bisschen Digitalzeug hier. Okay, was gibt's hier noch für Modis? Oh, Big News, Big News hier. Mike ist am Filmen, Big News. Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein ganz lustiger Effekt. Aber wahrscheinlich auch so nach dreimal dann wieder langweilig. Aber für den kurzzeitigen Effekt ist es doch relativ amüsant, sag ich mal. Gehen wir mal in den Videomodus rein. So, manueller Fokus sollte an sein. Man hat ja gar keinen Anschlag. Okay, jetzt ist aber scharf. Oh, bokeh-mäßig sieht auch schön aus. Also mehr oder weniger bokeh.
Bildstabi merke ich jetzt erstmal nicht. Also es wackelt schon so ein bisschen, wenn ich so mache. Und was natürlich jetzt kritisch ist, mit dem, ich habe keinen Anschlag. Also ich kann drehen, wie ich Bock habe. Ja, er hört nicht auf. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann eigentlich fertig ist mit Fokussieren und wann nicht. Also ich kann jetzt nicht wie beim richtigen Film so zack, zack, irgendwie blind quasi sehen, wo ich lang muss. Und vorne, ne, Markierung gibt es auch nicht. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Na, das gefällt mir jetzt nicht so. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin hier gerade im Smart-Modus und die Kamera erkennt jetzt quasi automatisch, was ich gerade fotografieren will. Das ist schon verdammt clever, aber ich kann sie richtig tilt machen, indem ich einfach so mache. Vielleicht kann man das jetzt sehen. Oh, jetzt will er. Jetzt, Blumen. Jetzt hat er Blumen. Oh, jetzt hat er gar nichts mehr. Jetzt hat er Sport. Oh, Sport. Jetzt will er Sport. Ah, jetzt hat er wieder gar nichts mehr. Oh, warte, wo sind die Blumen? Eben hat er Blumen gehabt. Vielleicht sieht er irgendwo Blumen, wo ich keine sehe. Ja, da sind die Blumen. Aber wo ist denn die Blume? Ich sehe keine Blume. Ja, liebe Freunde, das ist Berlin, hier fotografiert man keine People, hier fotografiert man keine Tiere, das ist alles so 2012, hier fotografiert man Töpfe. Denn das ist das Real Ding hier in der Stadt. Der ist aber klein. Also, der Deckel, ist klar, ne? Das ist echt lustig, man kommt ja mit den Fingern gar nicht rein. Also ich jedenfalls nicht. Aber Handschuh, Quadschuh, das ist lustig. Flugzeugmodus. Ne, ist cool, so eine Wasserwaage. Das sieht man genau. Ah, jetzt ist gerade. 8 Bilder pro Sekunde. Bam, das probieren wir gleich mal aus. 8 Bilder. Flugzeugmodus. Auslösen. Butz, butz. So, 8 Bilder gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Das zeigt mir ja nur 5 an. 8 Bilder habe ich verlangt. Warum hast du nur 5, Kamera? Was soll das? Positiv fällt auf, dass alle Funktionen bis auf das Verstellen der Fokuspunkte intuitiv gelingt. Das Rauschverhalten ist APS-C gewohnt bis ISO 800 ohne Probleme verkraftbar. Maximal ist ISO 12.800 drin. Und so kann man auch in schlechten Lichtsituationen gut aus der Hand fotografieren. Kreativmodis wie die Panorama-Funktion oder die Overlay-Funktion gehen gut und einfach. Negativ fällt der fehlende Anschlag des Objektivs beim manuell Fokussieren auf und die merkbare Verzögerung beim Auslösen. Die angegebene Serienbildanzahl hat beim Testgerät nicht übereingestimmt. Die Samsung NX 1100 liegt gut in der Hand und kommt mit einigem Zubehör und zahlreichen Kreativmodis. Wer den Einstieg ins NX-System sucht und seine Fotos direkt ins Netz stellen will, der wird bei dieser Kamera fündig. Wer eher manuell fotografieren oder filmen möchte, der ist mit anderen Modellen besser bedient. Für unter 300 Euro bekommt man ein solides Gesamtpaket inklusive Bearbeitungssoftware. Von mir gibt es 3 von 5 Gs für die Samsung NX 1100. Das war der erste Montags-Review oder das erste Montags-Review oder der erste Montags-Test. Egal, wir haben auf jeden Fall die Samsung getestet. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zu der Kamera oder allgemein zu Gigafoto oder zu irgendwelchen anderen Sachen. Nutzt die Kommentarfunktion. Hey, Google Plus. Grüße an dich, Google Plus. Toll. Hast du das gemacht? Super. Unten in der Beschreibung gibt es noch den Link zum kompletten Artikel auf Gigafoto. Da gibt es noch die Testbilder zu sehen, Testvideomaterial, die ganzen ISO-Werte im Vergleich. Also klickt euch rein, Link unten in der Videobeschreibung. Morgen geht's weiter mit den News. An der Seite seht ihr noch mehr Giga-Kanäle und auch unser Link zu Facebook und Twitter und zur Website. Tschüss! Ich mache jetzt Foto mit der grandiosen Serienbildfunktion. Boom, 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 Flugzeugmodus!